Computerviren, Hackerangriffe, Cyberattacken, verschlüsselte Daten. Besonders gewerbliche Server, Rechenzentren und Endgeräte sind massiv gefährdet. Und jeden Tag kommen rund 350.000 neue Schädlinge hinzu, die Ihre IT-Sicherheit bedrohen. Aber Sie sind nicht allein, denn zum Glück gibt es ja uns, Go Security. Wir schulen Ihre Mitarbeitenden und wir überprüfen Ihre Infrastruktur ganzheitlich auf Schwachstellen. Go Security, die neutralen und diskreten Experten für Ihre IT-Sicherheit. Ja, und die beiden Herren von Go Security haben wir bei uns. Herzlich willkommen, Sandro Müller, Sie sind der CEO von der Firma, und der Andreas Wiesler, Hauptaktionär, Eigentümer und auch Verwaltungsrat. Ja, Sandro, wie hat sich das eigentlich entwickelt in den letzten Jahren mit diesen Viren? Wir haben gesagt, es kommen täglich neue dazu. Ja, das ist tatsächlich so. Es kommen täglich neue dazu. Nicht nur Dutzende, nicht nur Hunderte, sondern Tausende, die dazukommen. Es ist einfach ein riesen Business geworden und es gibt sehr, sehr viel Geld zu verdienen. Andreas, wie ist denn eigentlich die Idee entstanden, so eine eigene Firma zu machen mit dem Namen Go Security? Ja, es war eine Pausenplatz-Idee während dem Studium. Der Zweck war dort ein ganz anderer, aber uns hat die IT-Sicherheit... Wann war das? Das war im 97. Ja. Und daraus ist dann im 99 GmbH entstanden. Wir haben den ersten Server selber angeschafft, haben dort auch unser Studium finanziert und sind immer mehr in Richtung Sicherheit gegangen. Wir haben schon dort gesehen, die Gefahren sind riesig, man muss da etwas machen. Und die Idee, dann dort weiterzufahren, war im 2001 dann der Startschuss gewesen. Du hast gesagt, die Gefahren sind riesig. Gibt es denn überhaupt eine hundertprozentige Sicherheit? Also wenn man ein KMU ist, man hat ein Computersystem, kann man sich da hundertprozentig gegen die Viren schützen? Nein, leider natürlich nicht. Das ist ja wie sonst im Leben auch. Hundertprozentiger Schutz, das gibt es tatsächlich nicht. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass man sich mit dem Thema anfängt zu beschäftigen, um herauszufinden, wo will überhaupt stehen. Weil es gibt immer so einen gewissen Grundschutz, den ich sollte haben. Ich sage, das, was jeder sollte machen. Sagen wir, wenn ich ins Auto einsteige und neu mit hinfahren will, jeder tut sich angurten, jeder schaltet das Licht ein. Gut, heute ist es meistens automatisch, aber das sind so die Grundsachen. Und nachher kann ich anfangen zu entscheiden, wie gehe ich weiter vor. Ja, welche Route fahre ich jetzt? Da gibt es vielleicht mehr Unfälle, aber da bin ich schneller unterwegs. Da ist es vielleicht gefährlicher, wenn es klopft, aber es klopft ein bisschen weniger. Und ein bisschen ähnlich ist der IT-Sicherheit. Ich brauche mal einen Grundschutz. Was wäre jetzt ein Grundschutz? Also einfach aus der Perspektive von dem, wo die Computersysteme benutzt. Das kann zum Beispiel ganz einfach gesagt sein, ein Virenschutz. Ja, das brauche ich einfach. Es gibt nachher sehr viel in der Konfiguration des Systems, wo man sagt, das muss man einfach haben. Man redet also von Best Practice. Das muss ich mal so als Grundschutz haben. Und der Rest oben drauf, eben das kann ich nachher wirklich so als im Sinne von Risikobewertung, Risikoanalyse entscheiden, wie gross ist überhaupt mein Risikoappetit als Firma. Das Sandro hat es vorhin gesagt, eben, es nehme ich ständig zu. Es verdienen sehr viele Leute Geld mit dem. Wer sind denn die eigentlich, die das machen? Heute ist das organisiert. Man kann sich vorstellen, wie die Mafia früher riesige Banden zusammengeschlossen. Also das ist jetzt zum Beispiel die E-Mails, die man bekommt. Du hast irgendeine Million gewonnen oder man soll das PDF aufmachen. Das ist der erste Schritt. Ja, richtig. Mal die Leute in Versuchung zu führen. Bitte klick da drauf. Und dann installiert sich irgendein Schädling und der versucht dann auch weitere Daten zu kommen. Klassisch heute an Kennwörter, persönliche Daten. Zugriff in ein Firmennetzwerk. Und so gehen die wirklich Schritt für Schritt auf. Und hinten dran ist es eine riesige Organisation, die Informationen austauscht. Also werden die Schwachstellen verkauft. Wie bei eBay steigere ich nicht ein Produkt, sondern ich eine Schwachstelle steigern. Und das gab bis heute über eine Million, die dort geboten wird, für zum Beispiel eine Windows-Schwachstelle. Wo sind denn die Firmen? Die Angriffe, die sind verteilt um die Welt und das macht es auch so schwierig, die herauszufinden. Vielleicht findet man mal irgendeinen am Anfang stehen, aber das ganze Netzwerk hinten dran ist so verteilt, in so vielen verschiedenen Ländern, dass es praktisch nicht möglich ist, das Land zu legen. Also es ist ein bisschen wie Schattenboxen, oder? Definitiv, ja. Es gibt jetzt auch eine Zertifizierung, oder? Was beinhaltet die genau? Ja, das ist die ISO 27000 Zertifizierung zum Beispiel. Es gibt aber ganz viele verschiedene Zertifizierungen, die man überhaupt erlangen kann. Und ISO 27000, das ist eigentlich so
ein Zertifikat, wo ich beweisen kann, hey, ich habe etwas gemacht für IT-Security, sogar Informationssicherheit. Ich habe das alles gemacht und das ist überprüft worden. Und das wird immer wichtiger, weil es auch immer mehr Firmen gibt, die nachher zu mir kommen. Das kennen viele Leute als Unternehmer, die sagen, hey, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, musst du mir zuerst mal beweisen, dass du das alles schon kannst. Und da kommen immer so Stapel von Papier, also meistens natürlich elektronisch, über muss Fragen ausfüllen. Und dort wird es einfach immer einfacher, wenn ich sagen kann, hey, aber ich habe da den Beweis, dass ich das schon habe. Wo der andere kann sagen, okay, ja, dann ist gut. Wenn man jetzt eine Firma ist, ein Unternehmen hat, wie soll man dem vorgehen, wenn man jetzt euch engagiert? Da würde ich gerne sonst Andreas weitergeben. Er ist der Experte im Bereich ISO 27000, kennt praktisch die ganze Norm auswendig. Das ist genau so. Es geht dort darum, die Informationssicherheit auf eine Basis zu stellen, so wie wir es am Anfang hatten, dass man den Grundschutz hat. Und dort oben drauf tut man dann aufbauen. Die 27001 ist nicht nur IT-Sicherheit, nicht nur Technik, sondern Informationssicherheit. Das fängt schon an beim Zutritt in ein Gebäude, dass das sicher ist. Dann, wie tue ich Leute anstellen? Mache ich einen Background-Control bei Mitarbeitern, dass ich überhaupt weiss, wer da kommt? Dann haben wir technische Sachen. Zugriffskontrolle, wer darf auf welche Daten darauf zugreifen. Ein Backup gehört dazu, dass ich auch eine Datensicherung mache, dass ich die weglege. Überwachen von meinem System. Und halt auch wichtig, die regelmäßige Kontrolle. Ich kann es nicht nur einmal machen, sondern ich muss stetig und stetig wieder, damit ich den Nachweis habe, hey, bei mir ist alles sicher. Wie ist denn das von den Kosten her? Das ist noch schwierig zu sagen, wie weit das Unternehmen schon ist. Wir rechnen ungefähr so mit 20 Tagen initial, bis man so weit ist. Und je nachdem, wie weit das Unternehmen ist, muss man halt noch technische Dokumente erarbeiten, einen Eintrittsprozess mit ihnen arbeiten und so weiter. In der Regel rechnen wir für das Ganze ein Jahr. Wenn ein Unternehmen sagt, hey, Go Security, machen wir das, in einem Jahr sind sie zertifiziert. Da gibt es auch ein bisschen sportliche Unternehmen, die es gerne ein bisschen schneller haben. Aber ich muss ja auch können beweisen, dass der Rhythmus läuft. Und uns braucht es vielleicht 1-2 Tage, vielleicht mal 3 Tage im Monat dazu. Jetzt ist eine Flughafenregion natürlich noch interessant für das, oder? Weil da hat es natürlich viele Firmen, die mit Computern arbeiten, grosse Firmen, lukrative Firmen, oder? Ja, tatsächlich. Es ist natürlich auch, nicht nur, aber auch in der Flughafenregion Zürich, dass das so ist. Ich glaube, es ist heutzutage sogar so, dass fast jede Firma irgendwo mit Computer zu tun hat. Bei den ganz kleinen manchmal ist ein bisschen zurückhaltend, vor allem wenn es um Handwerksbetrieb geht. Aber auch dort im Bereich auch Handwerk... Auch die brauchen schon, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Also nur schon zum Rechnungen stellen. Ich glaube, das macht niemand mehr von Hand. Und teilweise eine grosse Abhängigkeit. Auch Maschinensteuerungen heutzutage, die dann eben über Computer gehen, wo man plötzlich sagt, oh, theoretisch wären alle parat zum Arbeiten, aber die Maschinen sind nicht parat, um unsere Werkzeuge oder unsere Materialien vorzubereiten. Darum ist heute jeder irgendwo davon abhängig. Häufig ist man sich, und das ist ein bisschen Krux, erst dann bewusst, wenn man nichts mehr geht. Das ist so ein bisschen das, ja, ich habe ja nichts zu verstecken, soll jetzt doch kommen. Und man fühlt sich häufig ein bisschen fälschlicherweise in Sicherheit, bis es mal passiert. Und dann merkt man, eigentlich geht gar nichts mehr. Das ist eine Art eine Polizeifunktion, die Sie haben, oder? Ja. Nicht unbedingt. Ja, also informieren im Vorfeld und auch ein bisschen sensibilisieren auf das Ganze. Ja, ja genau, genau. Also unsere Funktion ist nicht unbedingt, ich sage jetzt, eben Polizei noch immer so kontrollieren, sondern wir werden wirklich beauftragt, um mal in eine Firma reinzugehen und das Ganze mal anzuschauen. Zum Beispiel sogenannte Penetration-Tests. Wenn man jetzt das ein bisschen wieder mit Bildern darstellen, ist das Gegenteil von der Polizei. Wären das die Bösen, die kommen? Einfach natürlich beauftragt mit dem Ziel, Schwachstellen zu finden, bevor es eben wirklich den Kriminell tut, der am Schluss wirklich noch Geld daraus will, mit dem Ziel, dass die Firma das flicken kann und nachher sicher ist von den Kriminellen. 1997 ist die Firma gegründet worden. Vielleicht, was sind so die wichtigsten Schritte, wenn wir bis jetzt schauen? Ja, die Einstellung des ersten Mitarbeiters. Ja. Das war ein grosser Schritt für uns. Wenn man immer so schauen muss, lange das Geld. Und das hat das noch gemacht während dem Studium oder nach dem Studium? Der erste Mitarbeiter ist dann nach dem Studium dazugekommen. Ja, ja. Den Mut hätten wir damals nicht gehabt. Mhm. Es war noch nicht so die Zeit der Start-ups, wo man sehr schnell Firmen gründen konnte. Wir haben immer versucht, mit eigenem Geld dazustehen. Das heisst, wir hatten nie Kapital von einer Bank gehabt, sondern wirklich bis heute alles selber finanziert. Und da bin ich richtig stolz drauf. Und einer der ersten Mitarbeiter war Sandro Müller. Und ich konnte ihn dann als Geschäftsführer gewinnen, damit ich mich eben mehr den Kunden wieder widmen kann.
und Geschäftsführung, Mitarbeiterführung kompetente Hände abgeben können. Wie viele Mitarbeitende haben wir heute? Heute sind wir bereits 17 Mitarbeitende und sind immer noch am Suchen. Und das ist immer ein riesiges das Problem, oder? Dass man gute Leute hat, oder? Definitiv. Gerade die ganze IT-Branche ist recht ausgetrocknet. Und IT-Sicherheit ist halt noch mal eine Stufe mehr. So ein bisschen das Detektiv-Sein, nachschauen, Fehler zu finden, Schwachstellen zu suchen, muss einem auch ein bisschen gegeben sein. Und das ist halt wie ein Zusatz zu dem klassischen, euch mal einen Server installieren. Was sind jetzt eigentlich so die grössten Herausforderungen für die ganze Branche, die ihr drin sind? Also tatsächlich eine der allergrössten Herausforderungen, die haben wir jetzt gerade angesprochen, das ist wirklich das Recruiting, also Leute finden. Wir können es begeistern für das. Und es gibt dort noch so ein bisschen eine Krux. Und zwar eigentlich in der Security gibt es sehr viele Stellen. Da werden sehr viele Leute gesucht. Es gibt tatsächlich auch viele Leute, die in die Security rein wollen. Aber sie kommen nicht rein. Das heisst, man sucht immer die schon drin sind, die schon viel Wissen haben. Außer dran stehen die Leute da, die sagen, ich will gerne rein, aber die kommen nicht rein. Und da war Leute. Es braucht sehr viel Wissen, es braucht sehr viel Willen, auch der Wille für die stetige Weiterbildung, weil dort geht so viel die ganze Zeit. Und die meisten Firmen haben dann nicht Nerven, um zu sagen, ja, ich hole auch Leute, ich sage jetzt frischere Leute rein und bilde die aus, mache die zu Experten. Und das ist genau etwas, was wir früher erkannt haben, noch vor meiner Zeit sogar damals. Wir sagten, hey, wenn wir es schaffen, diese Leute genau über die Schwellen reinzuholen, denen die Tür aufzumachen, dann haben wir immer Top-Leute und haben eigentlich, das klingt extrem, aber fast eine unerschöpfliche Quelle. Und das ist bis heute so, also dass wir die Tür aufmachen für viele Leute, für Juniors, wie wir denen dann sagen, und die in die Branche hineinnehmen. Es ist nicht eine Lehre, eine Berufslehre, die man machen kann. Und das ist die Chance oder unsere Aufgabe, die wir sehen im Bildungswesen Schweiz, wo wir auch versuchen, unseren Beitrag so zu leisten. Aber gerade das ist ein wichtiger Job, oder? Security. Da muss ja auch der Charakter eigentlich stimmen. Wie hat das auch getestet? Sehr ein wichtiger Punkt. Also für uns geht es tatsächlich nicht nur darum, was bringt der Mitarbeiter fachlich mit, sondern es geht wirklich auch darum, was ist das für ein Mensch. Ist für uns von unserer Kultur her auch wichtig, ist aber tatsächlich auch wichtig, wenn ich zu einem Kunden gehe und dort so eine Kontrolle mache und sage, der Kunde hat mich vorher nicht gross gesehen. Ich mache die Kontrolle, nachher mache ich die Präsentation von der Geschäftsleitung vom VR und jetzt sollte ich denen sagen, hey, ihr habt es irgendwie ein bisschen versimmelt. Dann muss ich da vom Charakter schon eine Person sein, die jetzt irgendwo die Gratwanderung schafft. Nicht, dass die Leute nachher sagen, ist ja alles gut, weil man zu fein war, aber auch nicht, dass sie verrückt werden und sagen, was soll jetzt das? Wie ist das eigentlich vom Kundensegment her? Also eigentlich kann jeder Kunde werden von euch. Also von einer Kleinfirma bis zu einer Grossbank ist das möglich, rein theoretisch. Das ist definitiv so. Wir unterscheiden nicht, wie gross ein Unternehmen ist. Die Frage steht dann innen, bin ich auch bereit, dann die Massnahmen umzusetzen? Wenn wir dann kommen und sagen, da müssen wir vielleicht noch etwas machen, weil sonst ist es auch eine Art Geldverschwendung. Mhm. Wir sind auch nicht die günstigsten. Und entsprechend muss ich nachher auch den Willen haben, Massnahmen umzusetzen. Und das spürt man immer mehr, dass die Unternehmen sagen, es bringt mir auch etwas. Es ist nicht nur, jetzt kenne ich all meine Schwachstellen, sondern bei uns, wir zeigen auch Anleitungen, wie mache ich mich sicherer, damit der Hacker eben draußen bleibt. Jetzt gibt es ja das böse Gerücht, habt ihr sicher schon gehört, eben, dass eigentlich eure Firmen selber die Viren herstellen, damit ihr immer im Geschäft bleibt, oder? Psst, das sollte unter uns bleiben. Ja, die Gerüchte gibt es, glaube ich, seit ich mich mal erinnere, als ich meinen ersten Einblick in die Branche hatte, gibt es die Gerüchte, so die Antivirenhersteller wie damals Norton, Dr. Norton, glaube ich, so hat das geheißen und so, die machen die Viren selber, um ihr Produkt zu verkaufen. Jetzt ist es so, wie es damals war, sage ich ganz ehrlich, weiss ich nicht. Ich bezweifle aber, dass es damals schon so war und heute, sage ich, ist das schlicht und einfach gar nicht nötig, weil das ist viel zu attraktiv für die kriminelle Seite, weil man so viel Geld verdienen kann. Also, die müssen das gar nicht fördern. Das ist schlicht und einfach gar nicht nötig. Und darum glaube ich, dass das absolut heutzutage nicht stimmt. Und wie es ganz früher war, dort kann ich es nur vermuten. Aber haben wir mal konkret so einen Cyberkriminellen gesehen? Wir haben mal eine Begegnung mit so einem. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube nicht. Das ist halt die Definition. Was ist ein Cyberkrimineller? Oder fühlt sich der Cyberkriminellen eigentlich als Kriminellen? Es gibt zwei Arten von Cyberkriminellen. Es gibt die, die vielleicht früher so unterwegs waren und heute gut machen. Von denen kenne ich einige. Aber die rein nur das Geld verdienen im Sinn haben, anderen Leuten schaden,
kenne ich jetzt persönlich. Mhm. Ehemalige, doch, da gibt es einige auch in der Schweiz. Mhm. Ich glaube, wichtig ist ja dort auch noch, es gibt so die zwei Arten von Cyberkriminellen. Es gibt die, wo schlicht und einfach, ich sage, die Kleinkriminellen. Und es gibt nachher wirklich organisierte Verbrechen, wo auch die Nerven hat, über ein Jahr lang in eine grosse Firma einzubrechen, über zwei, drei Jahre lang dort Daten zu sammeln, sich dort drin zu bewegen. Und wirklich der Kleinkriminell, wo es mehr darum geht, möglichst schnell ein paar Franken zu machen, oder Dollar oder Bitcoins oder was auch immer. Aber das sind häufig kleine Beträge. Es ist eine andere Motivation natürlich, ja. Es ist eine andere Motivation und die nutzen auch Tools, die es gar nicht selber machen. Also die Einstiegshürde, dort reinzukommen, ich muss technisch fast nichts wissen. Ich muss noch ein bisschen Willen haben. Dann kann ich das zusammenkaufen, kann das mal losjagen. Und da haben wir auch schon Erfahrungen gemacht, wo wir selber dem mal nachgegangen sind, Mitarbeiter von uns, und gesagt, hey, jetzt wollen wir herausfinden, wer ist da dahinter? Und das Erstaunliche ist, innerhalb von kürzester Zeit wissen wir eigentlich, wer das ist. Mhm. Aber trotzdem hat man natürlich praktisch keine Handhabe, weil er irgendwo im Ausland unterwegs ist. Ja, strafrechtlich kann man den nicht fassen irgendwie, oder? Ja, theoretisch schon. Ja. Also in der Schweiz wäre ein Gesetz gar nicht so schlecht, aber das ist natürlich keine so fahrlässig und sagt, in der Schweiz soll ich jetzt noch Schweizer angreifen, sondern die wissen genau, in welchen Ländern kann ich welche Länder nehmen, wo nachher so komplizierte politische Beziehungen hat, dass selbst wenn man weiss, wer es ist, eigentlich wie so Tempbunden sind. Ich weiss, wer es ist, ich weiss, wo er hockt, aber es geht einfach nicht. Oder? Weil irgendwo noch eine Rechnung mit einem offen hat, die gar nichts mit dem zu tun hat. Gehen wir noch auf die Firma. Wie sieht die Entwicklung aus? Wo stehen ihr in den nächsten 5 Jahren? 17 Mitarbeiter jetzt. Wachsen die noch? Haben die Expansionsmöglichkeiten? Ja, das haben wir definitiv. Wir haben bereits Platz bei uns im Gebäude organisiert, dass wir wieder mehr Mitarbeiter nehmen können. Wir haben auch schon früh angefangen, Mitarbeiter zu Teamleader auszubilden. Mhm. Die führen vielleicht im Moment nur eine einzige Person, aber sie sind parat nachher, wenn jemand kommt. Und das ist uns auch wichtig. Die Strukturen müssen da sein, bevor die Mitarbeiter da stehen. Mhm. Das ist interessant, wenn du sagst, eben im Haus hinein haben da Platz. Jetzt gibt es ja viele Firmen, die sagen, wir machen weiter mit Homeoffice oder Digitalisierung. Also ihr wollt den physischen Kontakt. Ja, der Austausch ist aber extrem wichtig. Keiner kann alles wissen bei uns. Die IT ist so vielfältig. Praktisch jeden Tag kommt irgendein neues System dazu. Windows, Apple entwickelt sich weiter neue Funktionen. Und darum versuchen wir, den Austausch untereinander sehr stark zu fördern. Klar ist Homeoffice auch ein wichtiger Teil bei uns. Und wir haben einfach gesagt, wir haben einen Tag Pflicht im Büro. Mhm. Die andere Zeit können Sie selber. Also während der ganzen Pandemie, oder? Ja. Da haben wir ein bisschen zurückstecken natürlich. Das ist definitiv zu kurz gekommen, wo wir unseren Austausch halt dann über Teams und andere Medien gemacht haben. Jawohl, aber jetzt einfach die Möglichkeit, dass man sagt, man macht es nur noch digital, das ist keine Option, oder? Für uns nicht. Ja. Nein, ist ganz klar keine Option für uns. Ich glaube, ich würde so weit gehen und sagen, wir könnten, wenn es jetzt heissen würde, wir dürfen alle wieder ins Büro zurück, dann könnte das ein stinkender Kuhstall sein mit 3 Grad, aber die Leute würden kommen und wären froh, man sieht sich wieder einmal. Also, einfach, weil die sozialen Kontakte gefehlt haben. Oder? Ich denke, das ist ein wichtiger Grund. Wahrscheinlich hat es auch andere, aber das ist auch ein wichtiger Grund, ja. Ja. Also, Sandra Müller, Andreas Wiesler, weiterhin viel Erfolg mit eurer Firma. Sehr spannendes Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Danke vielmals. Danke vielmals. Jawohl. Das waren die Chefs der Firma Go Security. Ganz ein interessantes Gespräch über Cyberkriminalität. Und das ist etwas, was uns natürlich jeden Tag könnte beschäftigen, wenn wir den Computer öffnen.